Erlauben Sie mir, zunächst ein paar Bemerkungen im Auftrag der russischen Delegation zu machen. Die Zusammenkunft in Ufa beschließt die Präsidentschaft Russlands bei der Shanghai-Organisation in diesem Jahr. Unsere Präsidentschaft konzentrierte sich darauf, die Zusammenarbeit in allen Bereichen der Organisation zu entwickeln und das Potenzial und den Einfluss der Organisation zu stärken. Über 80 verschiedene Veranstaltungen konnten wir 2014 und 2015 durchführen. Eine große Menge wichtiger Dokumente wurde für diese Zusammenkunft der Staatschefs vorbereitet. Sie beinhalten zuerst und zuvorderst die Deklaration von Ufa, die unsere gemeinsame Vision und Einschätzung der Situation regional und auf der Welt spiegelt. Sie ist das Ergebnis der russischen Präsidentschaft und weist uns die Richtung für unsere Arbeit. Die Entwicklungsstrategie der Shanghai-Organisation bis 2025 wartet heute auf unsere Zustimmung. Zum ersten Mal seit der Gründung der Organisation haben wir das Aufnahmeverfahren für zwei neue Staaten angestoßen, Indien und Pakistan. Wir sind auch übereingekommen, die Republik Weißrussland als Beobachter in die Organisation aufzunehmen. Daneben werden Aserbaidschan, Armenien, Kambodscha und Nepal der Familie unserer Organisation als Dialogpartner beitreten. Ich möchte anmerken, dass auch weitere Länder in der einen oder anderen Form Interesse an einer Eingliederung in die Arbeit unserer Organisation gezeigt haben. Wir werden Ihre Anfragen mit Aufmerksamkeit, Anerkennung und der notwendigen Sorgfalt prüfen. Ich möchte feststellen, dass die Sicherheit der Territorien der Mitgliedstaaten und ihrer Außengrenzen ein Hauptaufgabenfeld der Shanghai-Organisation bleibt. Die Situation in Afghanistan spitzt sich trotz einer jahrzehntelangen Präsenz eines internationalen Militärkontingents zu. Diese hat die Situation nicht vorangebracht und das ist ein Grund für große Besorgnis. Die steigende Aktivität der Terrororganisation des Islamischen Staates, die ihren Einfluss ausbauen will, verschlechtert die Situation noch weiter. Wir stimmen darin überein, dass sich unsere Verteidigungsministerien gegenseitig effektiver unterstützen und koordinieren müssen, um diese potenziellen Gefahren einzudämmen. Wir stimmen auch darin überein, unsere Praxis jährlicher Antiterrorübungen fortzusetzen. Terroristen und Extremisten erhalten Gelder im wesentlichen Umfang durch den Verkauf von Drogen, die in Afghanistan produziert werden. Nach unseren Erkenntnissen stieg im Jahr 2014 der Anbau von Rohopium um 7%, was eine Steigerung auf eine Produktion von 6.400 Tonnen an Opiaten bedeutet. 2013 waren es noch 5.500 Tonnen. Wir denken, dass es innerhalb der regionalen Antiterrorstrukturen an der Zeit ist, eine Arbeitsgruppe zum Kampf gegen die Finanzierung des Terrorismus über den Drogenverkehr ins Leben zu rufen. Liebe Kollegen, wir werden mit Nachdruck die Entwicklung des Handels und der Wirtschaft innerhalb der Shanghai-Organisation fortsetzen. Es ist klar, dass wir, wenn wir unsere Bemühungen vereinen, Finanz- und Wirtschaftskrisen viel besser handhaben und Beschränkungen und Barrieren überwinden können. Wir denken, dass es wichtig ist, die Zusammenarbeit zur Sicherung der Nahrungsversorgung, des Transportwesens, der Energie und der Finanzen zu entwickeln. Wir sind bereit, eng zusammenzuarbeiten und die Verbindungen zwischen beiden Integrationsprojekten zu schaffen, der Eurasischen Union und der Seidenstraßenregion. Wir versprechen uns viel von der Initiative, ein einheitliches Shanghai-Transportsystem zu entwickeln, das das Potenzial der transsibirischen und der Baikal-Amur-Eisenbahn in Russland einschließt. Wir müssen unsere Zusammenarbeit im Energiebereich konkrete Aufgaben und Projekte geben. Wir heißen unsere Geschäftswelt willkommen, sich aktiv am Aufbau einer praktischen Kooperation zu beteiligen. Das Geschäftsforum unserer Organisation hat in diesem Bereich einen wichtigen Beitrag zu leisten. Die Kooperation im finanziellen Bereich weiterzuentwickeln hat für uns Priorität.
Wir nehmen an der Schaffung der Shanghai-Entwicklungsbank teil. Wir denken, dass die Idee, ein internationales Zentrum zur Finanzierung von Projekten durch die Shanghai-Interbank-Gruppe einzurichten, eine vielversprechende Initiative ist. Wir sollten die existierenden Organisationen für regionale Zusammenarbeit nutzen, wie die Eurasische Entwicklungsbank, die Asiatische Bank für Infrastrukturinvestitionen und die kommende Entwicklungsbank der BRICS-Staaten. Wir haben auch gute Ergebnisse bei der humanitären Zusammenarbeit. Unser Jugendforum hat seine Nützlichkeit bewiesen mit seiner Initiative zur Schaffung einer internationalen Tourismuskarte für junge Leute. Ich denke, dieses Projekt kann unseren jungen Leuten dabei helfen, ihre Kontakte miteinander wesentlich auszuweiten. Wir begrüßen auch die Vereinbarungen im März diesen Jahres, ein Programm für die Entwicklung der Zusammenarbeit im Tourismus zu entwerfen. Das Projekt zur Schaffung eines Shanghai-Universitäten-Netzwerks geht gut voran. Es wird 69 Universitäten in Mitgliedstaaten und 4 in Weißrussland zusammenbringen. Wir hoffen, bald eine Vereinbarung zwischen unseren Regierungen zur Schaffung des Netzwerks und Genehmigung seiner Regelungen abschließen zu können. Freunde, die Zusammenkunft in Ufa findet zum 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs statt. Ich möchte hier nochmals unseren Partnern für ihre Teilnahme an den Feierlichkeiten im Mai zum 70. Jahrestag des Siegs im Großen Vaterländischen Krieg danken. Ich habe bemerkt, dass alle Staatsoberhäupter der Shanghai-Organisation zur Zusammenarbeit nach Moskau gekommen waren. Wir ehren die Leistungen, die unsere Völker vollbrachten, und werden alles tun, damit diese Tragödie, die die Welt an den Rand der Zerstörung brachte, sich nie wiederholt. Diese Sicht spiegelt sich wieder in der gemeinsamen Erklärung zum 70. Jahrestag des Sieges über den Faschismus, die wir heute verabschieden. Ich möchte dem hinzufügen, dass wir in Peking auf Einladung des Präsidenten Chinas, Herrn Xi Jinping, im September an den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag des Sieges über den japanischen Militarismus teilnehmen werden. Liebe Kollegen, heute geht die Präsidentschaft über unsere Organisation auf Usbekistan über. Ich wünsche Präsident Karimov eine erfolgreiche und produktive Arbeit als nächsten Präsidenten der Organisation. Russland wird natürlich alles für eine umfassende Unterstützung unserer usbekischen Kollegen tun. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.